Very good. Natürlich haben wir Aurelia gefragt, was ihr Hot Take für die kommende Woche ist. Mein Hot Take. Ich muss echt schon wieder so lachen, Leute. Ich hoffe, Philipp, du feierst, aber ich musste einfach auch da einfach wieder drauf eingehen, weil es halt jetzt wieder, sag ich mal, Thema sein wird, weil Dame wahrscheinlich jetzt in den nächsten Spielen zurückkommen wird und wir die ganze Zeit drüber reden, wer wird der erste Spieler sein, der die 50 Punkte droppt. Und was soll ich sagen? Dame wird zurückkommen, mega refreshed, mega gehypt davon. Ich meine, man sieht das ja die ganzen Abende, wie er sein Team von der Seitenlinie einfach da abfeiert. Und er wird einfach so Bock haben, selber wieder aufzulegen zu können und zu zocken zu können. Und ganz ehrlich, Dame wird, wenn er zurückkommt in der Folgewoche, der sein, der als erstes 50 Punkte im Game droppt. Das ist mein Hot Take. Dame, 50 Points, here we go. Was ist deins? Ja, Philipp, was ist deins? Wer macht das erste 50 Punkte? Dame. Dame. Ganz Ich klar. freue mich da jede Woche drüber. Ich freue mich Du da hast dich gerade so vom Stuhl geschmissen, Alter. einfach. Das ist ja jetzt auch so ein Running Gag. Ich mag den Typen ja auch. Ich finde ihn ja ultra geil. Dame, ich feiere das ja hart ab, aber ich kann dem halt nichts abgewinnen, wenn man diese Overreactions da reinknallt. Der ist halt gerade von einer Verletzung wiedergekommen, weil der Typ offensichtlich zu heiß gelaufen ist. Der wird doch jetzt nicht nochmal so heiß laufen innerhalb von kürzester Zeit und hier die nächste Woche die 50 Punkte droppen. Das wird. Digga, ist ein Hot Take, er ist mir leider nicht hot genug. Es tut mir echt leid, Fahr aber nicht runter da hinten. also für den Chat ohne Scheiß, jedes Mal, wenn die beiden darüber lachen und ihr mich nicht seht in den anderen Wochen, ne, und ihr diskutieren über Dame, ich sehe nur, wie Aurelia es ausspricht und ich fange schon an zu lachen, weil ich weiß, gleich kommt sowieso wieder eine Diskussion darüber und ich habe wieder ein neues Reel oder Short oder sonst was, das ich auf YouTube, Instagram, TikTok oder sonst was posten kann. By the way, haut da gerne mal ein Abo rein. Gut. Aber an der Stelle, Philipp, jetzt ernsthaft, also, was ist dein Hot Take? Komm. Ach so, ich habe jetzt meine Meinung da schon zu. Das machen wir eh immer. Du kannst meinen Hot Take dann sehr gerne zerreißen, wenn du möchtest. Ey, ich. Ich sag, Kyrie wird in den nächsten Wochen, ne, wird er diese sechs Dinge erledigen, die auf der Liste stehen. Kyrie wird dann, ob es nach fünf, sechs oder sieben Spielen sind, werden wir sehen, zur Mannschaft zurückkehren. Aber ich sag dir, das wird maximal bis Weihnachten dauern. Da hat er schon wieder das nächste Dumme gemacht, wofür er in den Schlagzeilen steht. Das ist mein Hot Take. Ja, du, was soll ich jetzt sagen? Also bis Weihnachten ist schon echt eine lange Zeit für Kyrie Irving. Und Klappe zu halten. Ja. es gibt echt viel Social Media. Ich würde ihm vielleicht aber doch ein bisschen längere Zeit geben. Und eine Sache habe ich eben gar nicht gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht irgendwann anfängt zu bessern, weil wenn es eine Sache gibt, die Kyrie gerne macht, ist es reden. So, und vielleicht hat er es auch ganz gerne bei anderen jetzt einfach mal zuzuhören, wenn sie was sagen. Ich hab Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Aber nicht viel. Ich nicht, aber ist ja in Ordnung. Deswegen ist es ja auch mein Hottake und das verteidige ich auch gerne. Es geht ja auch Richtung Weihnachten, deswegen ist ja noch eine ruhige Zeit. Ich bin Der Typ hat, dagegen. das ist das Schlimme, der Typ hat ja Zeit ohne Ende. Alle Leute sind, er ist ja, spielt ja gerade nicht. Das heißt, er kann sich schon den nächsten Mist überlegen, den er raushaut. Und an Weihnachten haben die Leute ja auch Zeit und können ihn mit kruden Verschwörungstheorien quasi füttern. Da wird er sicher irgendwann drauf aufspringen und wird wieder Zeug raushauen. Ich wünsche es ihm nicht, weil eigentlich ist er, wie gesagt, ein begnadeter Basketballspieler, aber eigentlich hat er nur Hohn und Spott verdient. Nach dem ganzen Blödsinn, den er rausgehauen hat. Und deswegen drop gern dein Hot Take. Ich habe keinen Bock mehr auf Kyrie. Yes, aber ich bleibe bei den Brooklyn Nets. Es ist heute irgendwie die Brooklyn Nets Folge geworden, jetzt im zweiten Teil. Aber ich konnte nicht Macht ja nichts. anders, weil auch wenn die jetzt hier sich dann die letzten zwei Spiele, glaube ich, wieder gefangen haben und die was gewonnen haben, sage ich, dass es bei denen so nicht weiterlaufen wird. Kyrie fehlt Minimum 5 Spiele, haben wir mittlerweile erfahren. Die nächsten Gegner sind die Mavericks, die Knicks, die Clippers und die Lakers. Und ich sage, die Nets werden maximal ein Spiel davon gewinnen. Und wenn ich mir angucke, dass die Knicks, Clippers und Lakers dabei sind und die nicht mehr als ein Spiel gewinnen werden, finde ich das immer noch relativ hot. Das ist auf jeden Fall ganz lustig, weil wenn sie gegen die Knicks verlieren, freut mich das natürlich als Das New habe ich mir York-Fan. schon gedacht. Ich freue mich auch bei den Lakers. Also freue ich mich irgendwie auch für dich. Also freuen wir uns Lakers beide. wäre schon ein bisschen ärgerlich, weil ich hoffe ja immer noch bei den Lakers auf den Worst Record ever. Und der ist ja zum Greifen nahe. Ja.
Genau, aber die Houston Rockets stehen 1 zu 9, von daher, wir sind Lichtjahre vor denen mit 2 zu 7. Deswegen, wir haben einen massigen Vorsprung. Eine Niederlage noch und ihr habt den Rekord eingestellt, also gleichgezogen. Wir verlieren nicht mehr. Alles klar. Lass uns den Sack zumachen an der Stelle, bevor wir die Lakers wieder aufmachen. An der Stelle machen wir den Sack zu, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das hier gefallen hat, dann lass doch gerne noch ein Like und ein Abo da. Und wenn du noch ein bisschen mehr sehen möchtest von uns, dann guck dir doch auch die anderen Segmente von Bring It On The Post an oder die anderen Shows, die wir hier auf Ballpods haben.